Hass und Liebe, Heimatstadt, kreatives Schreiben, Komponieren und Produzieren eines Rap-Songs. Das stand kürzlich in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz für Lehrlinge am Programm. Das Projekt im Rahmen vom Programm K3 Kulturvermittlung mit Lehrlingen wurde in Kooperation zwischen den Büchereien Wien, der Musikschule Wien, der Basiskultur Wien und dem Kulturkontakt Austria initiiert und durchgeführt. In diesen Workshops können Sie verschiedene Kunstformen kennenlernen, in dem Fall Text, Video oder Musik. Entweder Sie sind schon erfahren darin oder Sie erkennen auch ein Talent oder eine Begeisterung für diese Form und gleichzeitig lernen Sie auch andere Texte, Musikstücke und Videos kennen und auch zu analysieren und anders zu verstehen. Jungen Menschen Kultur zu vermitteln ist nicht immer einfach. Ihre Lebenswelt zu verstehen bedarf einiges an Einfühlungsvermögen, aber oft braucht es einfach nur den richtigen Zugang. Es geht eher darum, so eine Brücke zu schlagen zwischen etwas, was Sie vielleicht als Ihnen fern erleben, eben Hochkultur, mit dem Sie im Alltag vielleicht nicht so viel zu tun haben, und Ihrer eigenen Lebenskultur. Der Rap ist ja auch eine Form von Lyrik und bei Lyrik sind ja viele Jugendliche, haben sie auch eine Scheu oder nehmen Abstand dazu, aber wenn man ihnen auch erklärt, dass jedes Lied eine Form der Lyrik ist und die für sie sehr wichtig ist und sie auch im Alltag und in ihrem Leben begleitet, dann bekommen sie auch einen anderen Blick dafür. Bin mit der Arbeit fertig und komm aus dem Salon. Draußen ist es schwarz, dunkel mit Straßen und Beton. Ich kann nur schwer verstehen, wie die Penner überleben. Rappen, das ist etwas, was man wirklich üben muss. Und zwar wirklich üben muss. Ja. Also das geht nicht, dass man jetzt einen Text schreibt und das vom Blatt runter sagt, sondern das bedarf viel Übung, viel Coolness und einer gewissen Gabe, sich gut auszudrücken. Eine Gabe, die diese Lehrlinge definitiv mitbringen. An insgesamt 3 Workshop-Tagen entstand hier nicht nur ein Text, sondern ein ganzes Musikvideo. Manche trauen sich das anfangs gar nicht zu und dann kommen sie drauf, ah, ich bin gut im Schreiben oder ich bin gut im Rappen und ich habe eine schöne Stimme und das würden sie sonst wahrscheinlich in keiner anderen Form irgendwie, im normalen Betrieb jetzt, ich sag mal, als Friseure zum Beispiel, normalerweise nicht ausprobieren. Wir haben Tablets gehabt und das geht mit einer App und da kann man halt verschiedene Tools ausprobieren. Und dann als wir es so ausprobiert haben, das war dann so urcool für uns und aufregend. Ich denke, pass auf, ich hau dir eine rein. Der Abi lacht laut und fragt, warum bist du so allein? Komm mit uns in den Club, wir feiern durch die Nacht. Aber geht leider nicht, ich muss aufstehen vor 8. Es gibt 2 Hauptthemen für die Lehrlinge. Das ist einmal Identität, Herkunft, Heimat. Und die andere, ihr Arbeitsalltag als Friseure, der ja sehr hart ist. Es sind ja auch einige, konnten nicht kommen, weil sie einfach nicht frei bekommen haben. Dass sie so früh aufstehen müssen, dass sie so harte Arbeitszeiten und Bedingungen haben. Das war ihnen auch wichtig zu vermitteln. Und das beides haben wir jetzt am Ende in den Rap-Song auch reingepackt. Da bin ich ganz froh drüber. Manche Rap-Lieder sagen ja auch wirklich was aus seinem Leben heraus. Und ich habe das dann richtig auch so mitgefühlt und da den Text, den wir geschrieben haben, das fühlt man auch dann irgendwie mit. Es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, also mit anderen Schülern, also weil wir kannten uns vorher nicht. Also wir haben uns hier kennengelernt und es hat riesen Spaß gemacht. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir halt innerhalb von diesen 9 Stunden so etwas entwickeln können, also vom Text her und Musik und das Video allgemein. Also es war wirklich interessant für mich und ja, halt auch wirklich sehr cool. Tja, was soll man sagen? Musik ist eben eine universelle Sprache. Musik ist quasi barrierefrei, nicht gebunden an irgendeine Sprachkenntnis, sondern frei konsumierbar für jeden und auch frei verständlich für jeden.